Jetzt aber, meine Damen und Herren, den ganzen Tag schon darauf gefreut, auf die zwei nächsten Referate. Wir heben jetzt ein bisschen ab, unsere Luft, oder wie sagt man, unsere Marschroute oder unsere Flughöhe erhöhen, gehen ein bisschen philosophischen Aspekt über und würden unseren ersten Vortrag in dieser Reihe zum Thema Zuckerbrot, Peitsche und Leadership. Wie gelingt Kooperation im sozialen Gruppen? Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für Professor Dr. Matthias Sutter. Vielen Dank für die freundliche Einführung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin ganz erschrocken, wir heben jetzt nicht ab. Keine Sorge, Sie werden sehen, Sie haben jemanden vor sich, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht und der mit Ihnen auch Dinge jetzt durchbesprechen möchte, wo es keine Fragen am Schluss, die offen bleiben, geben sollte. Wenn das so wäre, wenn ich Sie zwischendrin verlieren würde, bitte unterbrechen Sie mir, weil ich habe überhaupt nichts davon, wenn Sie nach 20 Minuten nicht mehr wissen, was ich die ersten 10 Minuten gesagt habe. Jetzt Fragen, danach kann ich in Schweizerdeutsch gerne entgegennehmen, so ist es nicht als Vorarlberger, aber das Referat wäre ich so weit, so Vorarlberger das Können in Hochdeutsch halten. Gut, worum geht es? Es soll heute gehen, in dieser nächsten halben Stunde, um Kooperation in Gruppen. Wie kann sie funktionieren, wie kann sie gelingen? Ich bin experimenteller Ökonom an der Universität Innsbruck, also auch Teilzeit an der Universität in Göteborg. Was tun wir? Was tun experimentelle Ökonomen? Sie studieren menschliches Verhalten und sie schauen, was Menschen dazu bewegt, das eine oder das andere zu tun. Und in diesem konkreten Fall würde ich Ihnen gerne ein sehr großes experimentelles Projekt vorstellen, das der Frage nachgegangen ist, unter welchen Bedingungen sind Menschen gewillt, in Gruppen miteinander zu kooperieren und nicht das zu tun, was wir leider auch alle kennen, dass in Gruppen jeder zuwartet, bis doch bitte der andere den ersten Schritt tut und praktisch mit gutem Beispiel vorangeht. Das ist das, was ich Ihnen jetzt vermitteln möchte. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass ich zuerst Ihnen erklären möchte mit einer ganz einfachen Parabel, die aus meiner Sicht sehr illustrativ ist, wo denn das eigentliche Problem ist, warum sitzen wir überhaupt da, warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema. Danach würde ich Ihnen gerne, wie angekündigt, diese doch relativ umfassende große experimentelle Studie vorstellen. Ich sage Ihnen dann auch, was Experimente genau sind zur Methode, das kommt dann alles, wo wir die drei Dimensionen, Zuckerbrot, das Feinsüßliche, Peitsche, Antrieb von hinten und Leadership vorangehen mit gutem Beispiel anschauen wollen, wie sie wirken, wie sie relativ wirken und am Schluss, das gehört sich irgendwie so, fassen wir zusammen, die wesentlichen Determinanten des Erfolgs und Misserfolgs von Kooperation in Gruppen. So, worum geht's? Lassen Sie mich das lesen, ich kenne die zwar inhaltlich, aber ich kann nicht jedes Wort auswendig irgendwie, lassen Sie mich vorlesen. Eine chinesische Parabel zum Problem der Kooperation. Zwei Brautleute hatten nicht viel Geld, aber dennoch waren sie der Meinung, dass bei ihrer Hochzeit viele Menschen mitfeiern sollten. Geteilte Freude ist doppelte Freude, dachten sie. Sie beschlossen, ein großes Fest mit vielen Gästen zu feiern. Um dies zu ermöglichen, baten sie die Eingeladenen, je eine Flasche Wein mitzubringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten. Und so sollte jeder die Gaben des anderen trinken und jeder mit jedem froh und ausgelassen sein. Guter Plan. Als nun das Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem großen Fass und schöpften daraus. Doch wie groß war das Erschrecken aller, als sie merkten, dass es Wasser war. Versteinert saßen oder standen sie da, als ihnen bewusst wurde, dass jeder gedacht hatte, die eine Flasche Wasser, die ich hineingieße, wird niemand merken oder schmecken. Nun aber wussten sie, dass jeder so gedacht hatte. Jeder von ihnen hatte gedacht, heute will ich mal auf Kosten anderer feiern. Das illustriert aus meiner Sicht sehr, sehr schön, was das eigentliche Problem der Zusammenarbeit, der Kooperation in Gruppen ist. Es ist eine schöne Sache, wenn sie gelingt, ganz wunderbar. Alle haben ein Fass voll Wein, das nach Möglichkeit auch guter, qualitativer Wein ist. Wenn es aber schief geht, kann das Ganze plötzlich einen sehr faden Beigeschmack, einen sehr wässrigen Geschmack bekommen insgesamt. Jetzt denken Sie sich, na gut, im alten China, da haben die komische Sitten gehabt, da haben die irgendwie Wein in große Fässer geschüttet und haben nicht darauf geachtet, wer welchen Beitrag leistet. Das Problem der Kooperation hat sich aber seither nicht großartig verändert. Und um einfach zu illustrieren, dass das Problem kein Problem ist, das längst in der alten Geschichte begraben worden ist, lassen Sie mich einfach als Stichworte nennen, wo denn selbiges faktisch täglich, fast stündlich insgesamt auftreten kann. Sie können sich überlegen,
dass wechselseitige Kooperation, Sie sind alle in der Geschäftswelt tätig, natürlich vorteilhaft sein kann für alle Beteiligten, wenn Sie zum Beispiel an gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen verschiedener Firmen denken. Auch hier ist es so, Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sind normalerweise mit Kosten verbunden, wie wenn Sie die Flasche Wein zur Hochzeit mitbringen. Jetzt ist es natürlich schön, wenn der andere sehr viele Leistungen beisteuert und Sie dann denken, wunderbar, von der gemeinsamen Kooperation kann ich aber auch mitpartizipieren, so sind die Verträge normalerweise aufgesetzt. Und Sie können sich praktisch eben eventuell ein bisschen zurücklehnen und hoffen, dass die anderen das machen. Sie können sich das innerhalb von Firmen permanent vorstellen, wechselseitige Weitergabe von Informationen und Know-how in Arbeitsgruppen. Sie können an Collaboration-Platforms denken. Heute in der Zeit moderner, interaktiv vernetzter Medien können Sie auch denken an Beispiele der Entwicklung von Software, die in der wissenschaftlichen Analyse von Daten sehr gern verbreitete, weit verbreitete und gern verwendete R-Software ist im Grunde einfach eine Entwicklung von ganz, ganz vielen Leuten auf der Welt, die im Grunde kooperativ dazu beitragen, dass neue Software-Analyse-Tools entwickelt werden, die andere Leute weltweit verwenden können, ohne dass man jetzt praktisch darauf wartet, dass es endlich jemand anderer macht, beispielsweise. Also hier praktisch haben wir für den wissenschaftlichen Bereich ein sehr gutes Beispiel, von dem wir alle mit profitieren können. Sie können sich im Grunde auch bei Social Media denken, wenn alle kooperieren, Beteiligten, dann können alle was davon haben, wenn niemand praktisch was beitragen möchte, niemand die Flasche Wein bringt, sondern jeder nur das Wasser bringt, dann wird es insgesamt natürlich schwieriger. Das sind Beispiele. Was ist das generelle Problem? Das generelle Problem haben Sie natürlich schon längst durchschaut. Das generelle Problem besteht darin, dass es tatsächlich häufig Anreize gibt, wie wir sagen, Trittbrett zu fahren. Ja, lass die anderen mal die erste Flasche Wein beitragen und dann schauen wir weiter, beispielsweise. Es gibt also Anreize, sich zum Nachteil anderer und das heißt häufig auch zum Nachteil der Gesellschaft insgesamt, nicht kooperativ zu verhalten. Wir nennen das eben, dass aus individueller Sicht Trittbrettfahren oft attraktiver als Kooperation ist, obwohl aus sozialer Sicht Kooperation besser wäre. Ja, wenn wir alle ein großes Fest feiern und alle was beitragen, haben wir alle mehr davon, als wenn keiner das macht. Ganz einfach. Und das ist genau das, diese Struktur, das ist Theorie praktisch. Da sehen Sie auch, dass man ohne Gleichungen und so weiter Theorie schön darstellen kann. Dieses Auseinanderfallen von diesen individuellen Aspekten und von den kollektiven Problemen, die damit einhergehen, dass wenn wir alle auf uns selber schauen, dass das dann praktisch fürs Gemeinwesen nichts weiterbringt, das ist das, was man im Kern ein soziales Dilemma nennt. Das kann man jetzt formalisieren, aber das sollte jedem klar sein. Ja, hier gibt's eine Spannung zwischen individuellen Zielen und kollektiven Zielen. Wenn es diese Spannung nicht gäbe, um es mal ganz schnell kurz zu sagen, nicht, dass Sie denken, wovon redet er da. Wenn es diese Spannung nicht gäbe und individuelle Ziele immer mit den Gruppenzielen einhergehen würden, dann gäbe es kein Problem der Kooperation. Dann würden wir ständig kooperieren, weil es nur zu unserem eigenen Nutzen wäre. Aber das haut nicht hin. Genau so funktioniert das Leben nicht. Also, interessiert die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften seit vielen, vielen Jahren, wie funktioniert Kooperation in Situationen, wo wir das haben, was hier steht, ein soziales Dilemma. Und dazu gibt es verschiedenste Ansätze. Ich habe gerade heute Morgen an der Universität Zürich an einem Symposium teilgenommen und auch was vorgetragen. Und unter anderem einer der Vortragenden hat darüber gesprochen, da kann man so mathematische Modelle simulieren. Wenn wir Leute haben, die kooperieren wollen, heißt Weinflasche, und Leute haben, die nicht kooperieren, heißt Wasserflasche, dann können die, wenn sie bestimmte Wahrscheinlichkeiten haben, dass sie aufeinandertreffen, dann kann sich beispielsweise eine Gruppe herausbilden, wo am Schluss nur mehr die Egoisten übrig bleiben. Das sind mathematische Modelle, denen der Verhaltensökonom, zu der Schiene zähle ich, immer etwas misstraut, weil er sich denkt, naja, also mathematisch stecken immer bestimmte Annahmen dahinter, was heißt das, wenn der eine Typ mit dem anderen zu tun hat. Was uns mehr interessiert, ist menschliches Verhalten zu sehen. Was tun Leute, wenn sie mit genau solchen Problemen konfrontiert sind? Was macht der Ökonom deswegen? Er schaut sich das unter nach Möglichkeit kontrollierten Bedingungen an, das nennen wir ein Experiment. Und so ein Experiment mit einer ganzen Serie von Leuten würde ich Ihnen jetzt gerne vorstellen und erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie sowas funktioniert. Schauen wir uns das mal genauer an. So ein Experiment. Was wir gemacht haben ist, das sind in dem Fall Studierende auf mehreren Universitäten, hauptsächlich aus Innsbruck, aber auch von der Universität in Jena waren da noch welche dabei. Die haben wir praktisch an den Universitätsstandorten, wo sie waren, eingeladen in ein Labor. Beispielsweise in Innsbruck gibt es 4.000 Studierende, die sich dafür registriert haben von den 30.000, die wir haben. Die kommen immer wieder gern ins Labor, um bei experimentellen Studien teilzunehmen. Da können sie Geld verdienen.
Die kommen nicht deswegen, weil es ihnen so Spaß macht, bei unserer Forschung mitzumachen, sondern deswegen, weil sie Geld verdienen wollen. Die laden wir zufällig ein und haben die in diesem Fall dann in Gruppen von 4 Personen zusammengetan. Anonym steht hier in Klammer deswegen, weil es ist so praktisch, es ist ein Dogma dieser Art von Forschung, dass es uns nicht darum geht, wenn ich den Sandro kenne und jemand anderen kenne, was tue ich dann, sondern es geht uns darum, was tun Leute, wenn sie bestimmte Anreize haben, wenn sie andere Leute nicht kennen. Einfach, wenn sie jemanden zum ersten Mal sehen und dem begegnen. Wie handeln sie da? Also sie wissen nicht, wer mit wem zu tun hat, sie wissen nur, 4 Leute im Raum sind in einer Gruppe zusammengefasst. Jede von dieser Personen bekommt für ein wiederholtes Spiel 25 Geldeinheiten in jeder Periode. Das waren in diesem Fall, ich weiß nicht mehr genau, ein paar wenige Euro. Hier in der Schweiz wirkt das immer sehr lächerlich, aber in Österreich sind die Studenten noch bescheidener. Da machen das die auch dafür irgendwie. Okay, jedenfalls, entscheidend ist, es gibt monetäre Anreize. Jetzt, was die tun können, ist im Grunde genau das Beispiel der chinesischen Parabel. Die können jetzt überlegen, ob sie Wasser oder Wein spielen wollen, mit einer leichten Abstufungsmöglichkeit. Und zwar, die Aufgabe besteht jetzt darin, eine Entscheidung zu treffen, was sie mit diesen 25 Geldeinheiten zu tun gedenken. Und zwar, einen Beitrag zu leisten zwischen 0 und 25 zu einem gemeinsamen Projekt. Das wird im Folgenden das Maß für die Kooperationsbereitschaft sein. Also 25 würde heißen guter, teurer Wein, 0 würde heißen Wasser. Okay? Sie stellen sich jetzt immer also vor, unten, das ist Wasser, oben ist der gute Wein. Ja, und zwischendrin können Sie jetzt leicht abstufen noch. Daraus, aus diesen Beiträgen der 4 Personen, entstehen jetzt Auszahlungen. Das ist immer wichtig. Wir haben irgendein Interaktionsfeld, wir haben eine Möglichkeit, was können Leute tun und daraus muss irgendwas resultieren, irgendwas passieren. Was passiert daraus? Es gibt eine Auszahlung. Ich illustriere das gleich an einem Beispiel. Das ist die einzige Formel, die kommt. Die Auszahlung ist für jede Person 25 minus ihr Beitrag, weil das war diese Ausstattung zu Beginn. Also wenn ihr nichts beitragt, dann steht da einfach 25 minus 0. Die habe ich schon fix, was ihr bekommen habt. Plus 0,4 mal die Summe aller Beiträge in der Gruppe. Ich illustriere auf der nächsten Folie, was für Optionen das beispielsweise ergibt. Wir machen das 24 Runden lang und am Schluss zahlen wir die Leute aus. Im Schnitt haben die hier für knapp über 30 Minuten, wenn es hochkommt, 10 Euro verdient. Das ist im Schnitt mehr, als ein Student für eine studentische Hilfskrafttätigkeit verdienen kann. Das bedeutet, die haben einen Anreiz, daherzukommen, weil sie mehr Geld verdienen können, als wenn sie irgendwelche Kopier- oder sonstigen Tätigkeiten machen. So geben wir Anreize unseren Teilnehmern. So, Illustration dieser Auszahlung, die ist jetzt nämlich wichtig, damit Sie sehen, was ist das soziale Dilemma hier. Wenn alle 4 Gruppenmitglieder nichts beitragen, dann ist nichts im Topf. Ja, stellen Sie sich vor, hier ist der Topf, da vor mir, der weiße Tisch ist der Topf. Ja. Alle sagen, nee, danke, ich halte meine 25 für mich. Dann ist klar, was passiert, jeder hat seine 25. Das ist das, was hier steht. Dann verdient jeder 25. Stellen Sie sich vor, jeder schmeißt das Geld in den Topf rein, da wächst es in dem Sinn. Also das gibt es ja in der Realität nicht ganz wirklich. Also nicht, wenn wir jetzt alle da Geld draufschmeißen, wächst es plötzlich, so ist es nicht. Aber Sie können sich vorstellen, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Talente haben, die mit unterschiedlichen Beträgen unterschiedlich viel erwirtschaften können. Und dann gibt es plötzlich sehr viel Sinn, dass Kooperation Geld auch vermehren kann oder Wohlbefinden vermehren kann. Ja, großes Fest, wo viele beitragen, heißt deswegen nicht, dass plötzlich Geld gewachsen ist, aber das heißt, dass es allen besser geht, dass sie alle tatsächlich ein nettes Erlebnis insgesamt hatten. Also, wenn alle alles beitragen, dann verdient jeder 40. Das ist mehr, eindeutig, offensichtlich. Jetzt würde jeder sagen, na logisch, warum sollte jetzt da irgendjemand was anderes tun? Da sieht man ja, dass man mehr verdienen kann. Aber da müssen wir uns jetzt folgenden Fall anschauen. Was passiert, wenn die anderen 3 Mitglieder alles beitragen und das 4. Mitglied jetzt folgende Optionen hat? Wenn es nämlich nichts beiträgt, hebt sie alles die 25 und profitiert von diesem Topf hier, dann hat das 4. Mitglied 55. Und wenn es auch alles beiträgt, dann hat es halt 40, so wie im zweiten Fall, im zweiten Punkt, Unterpunkt hier schon geschildert. Das bedeutet, aus individueller Sicht hat jeder einen Anreiz, nichts beizutragen. In der Hoffnung, dass es die anderen tun, die sollen da diesen Topf füttern und dann gehe ich mit mehr Geld nach Hause. Und Sie können mir glauben, unsere Studierenden verdienen gerne mehr Geld als weniger. Also das ist schon ein anderes. Es ist nicht so, dass die einfach denken, spielt eh keine Rolle, sondern die wissen sehr wohl, dass es finanzielle Konsequenzen hat und dass das am Ende des Tages für ihre Auszahlung, was der Experimentleiter ihnen am Schluss gibt, auch einfach eine Auswirkung hat. Im Übrigen, nicht, dass Sie es missverstehen, wir gehen da nie hin und schreiben in der Erklärung des Experiments, verdienen Sie bitte so viel Geld wie möglich, natürlich nicht, sondern wir sagen Ihnen einfach, das sind die Regeln, so illustriert, das können Sie machen, das sind die Optionen, die Sie haben, bitte machen Sie irgendwas, ja.
Und es bleibt auch anonym. Also wir kennen keinen Namen. Wir können nicht zuordnen, der Sandro hat das gemacht und der Maximilian das gemacht. Sondern am Schluss können wir einfach sehen, was die Leute insgesamt gemacht haben. So, was wir jetzt gemacht haben, erster Teil der großen Studie, die ich Ihnen jetzt präsentiere, ist, wir haben drei Bedingungen miteinander verglichen, dieses Spiel zu spielen. Erste Bedingung, die nennen wir die Kontrollbedingung. Das ist aus der Medizin die Placebo-Bedingung, da haben wir gar nichts gemacht. Also was haben wir gemacht? Alle vier Mitglieder tragen simultan, treffen ihre Entscheidung und es gibt auch keinen, der zuerst was tut, also es gibt keinen Leader, niemand, der da irgendwas zuerst machen kann. Ja, das heißt nichts anderes wie, sie sitzen faktisch vor einem Computer, können eine Zahl zwischen 0 und 25 eingeben, das ist die Qualitätsgüte ihres Weins. Und wenn alle vier das gemacht haben, wird es bei jedem auf dem Bildschirm mitgeteilt, was haben die vier Mitglieder in der Gruppe gemacht, Mitglied 1, 2, 3, 4, was ergibt sich daraus als Verdienst für diese Runde, nächste Runde und so weiter. Okay? Zweite Bedingung, die uns interessiert hat, Belohnung. Belohnungsmöglichkeit, und jetzt haben wir Folgendes gemacht, es gibt eine Person, die ist wie ein Gruppenleiter beispielsweise, wir nennen das jetzt hier den Leader. In der ersten Stufe wählt der Leader seinen Beitrag. Dieser Beitrag wird in der zweiten Stufe kommuniziert an die anderen drei Gruppenmitglieder und dann treffen die simultan ihre Entscheidung. Also angenommen, das andere ist der Leader, der macht zuerst seinen Beitrag, hochqualitativer Wein, eh klar. Das sehen die anderen drei und dann sind die simultan dran. Und jetzt in der dritten Stufe sieht der Sandro, der Leader, was die anderen gemacht haben und er kann einen der anderen drei belohnen mit Bonuspunkten. Ja, so wie ja, Anreizsystem, ganz einfach. Ja, am Schluss des Tages, am Schluss der Runde kann man Gruppenmitglieder belohnen, Anreize geben. Die dritte Bedingung, die uns interessiert, ist Bestrafung. Das ist gleich wie Belohnung, aber in Stufe 3, also 1 und 2 sind gleich, aber in Stufe 3 kann der Leader eines der anderen Mitglieder für eine kommende Runde ausschließen. Das bedeutet, dieses andere Mitglied wird ausgeschlossen, kriegt seine Grundausstattung von 25, kann aber nicht mitspielen beim Spielen mit dem Topf. Das ist schlecht für beide Seiten. Das ist schlecht für den, der ausgeschlossen wird, weil er nur seine Grundausstattung kriegt und nichts vom Fest mit partizipieren kann. Das ist aber auch schlecht für die Gruppe, denn eine größere Gruppe kann mehr Geld erwirtschaften, weil sie ein schöneres, größeres Fest mit einem größeren Fass Wein ausrichten kann. Okay? Das bedeutet, das ist nicht nur einseitig schlecht, sondern im Grunde Leute rauszuhauen, ist auch für die Gruppe, die jemand raushaut, nicht unbedingt von Vorteil. Was wir vergleichen wollen, ist jetzt, wie sieht das Beitragsniveau zwischen diesen drei Bedingungen aus? Jetzt hätte ich zwei Fragen an Sie, damit Sie nicht nur sich berieseln lassen, sondern auch mal kurz motorisch sich bewegen müssen. Das heißt, jetzt geht es um Handheben. Erste Frage ist, glaube ich, eine relativ einfache Frage. Wer glaubt denn, dass die Bedingungen 2 und 3, Belohnung und Bestrafung, zu höheren Beiträgen wie die Kontrollbedingungen führen? Vielen Dank. Darf ich annehmen, dass die nicht aufgezeigt haben, glauben, dass es gleich ist? Also es spielt keinen Unterschied. Rein theoretisch, ich sage es Ihnen ganz schnell, nur damit Sie geschreckt werden, rein theoretisch können Sie zeigen, dass unter Annahmen der Geldmaximierung keine der drei Bedingungen einen Unterschied machen sollte. Das ist, lässt sich theoretisch ganz einfach zeigen. Okay, ich gehe mal davon aus, die anderen meinen, sei er gleich. Die spannendere Frage ist jetzt, die interessiert mich mehr. Zwischen 2 und 3, was meinen Sie denn, wo höhere Kooperationsniveaus rauskommen am Schluss? Bei Belohnung oder bei Bestrafung? Und nachdem jetzt die Frage präzis gestellt werden muss, wer meint denn, dass bei Belohnung mehr Kooperation rauskommt als bei Bestrafung? Und jetzt möchte, danke, jetzt möchte ich doch bitte die Gegenfrage stellen, weil es gibt da immer viel Indifferente. Wer glaubt, dass es bei Bestrafung ist? Ah, ist ziemlich gleich. Okay, das ist perfekt. Ziemlich gleich ist immer gut, weil es ist spannend. Ja? Sie können mit 50-50, liegen Sie richtig oder falsch. Schauen wir es uns mal an. Das ist das Ergebnis. Was Sie hier sehen, sind 24 Runden und auf dieser Achse sehen Sie die durchschnittlichen Beiträge von 0 bis 25, praktisch das Ausmaß der Qualität des Weins. Was Sie hier sehen, ist die Kontrollbedingung, die fängt so in der Mitte ungefähr an und geht dann leicht runter. Das ist ein klassisches Ergebnis irgendwie, ich kann Ihnen gleich was dazu sagen, warum das runtergeht. Und dann sehen Sie Folgendes, etwas, was die erste Hälfte der Leute jetzt eher erschrecken wird. Belohnung ist prima, Belohnung ist nämlich deutlich besser als Kontrolle, aber noch besser ist Bestrafung. Und dahinter stecken ein paar ganz, nicht ganz unwichtige Einsichten. Also erstens weiß ich, dass das am Verständnis, am Menschenverständnis von vielen Menschen kratzt. Warum? Weil der Mensch ist gut und braucht positive Bestärkung und Bestrafung ist irgendwie eine schlechte Geschichte. So, ich bin nicht ganz so verrückt, wie es jetzt vielleicht klingt.
Also, warum wirkt Belohnung, aber warum wirkt sie nicht perfekt? Also erstens, Belohnung wirkt tatsächlich, weil die Leute, die drei Gruppenmitglieder, die anderen einen Anreiz haben, durch gutes Verhalten Belohnung lukrieren zu können. Ja? Sandro hat die Möglichkeit gehabt, zu belohnen. Und jetzt versuche ich es mal zu kriegen, indem ich mich sehr gut verhalte, heißt hoch beitrage. Wenn ich nicht belohnt werde, gehen die Leute sehr schnell mit ihren Beitragsniveaus hinunter. Ich kann aber nicht jeden belohnen. Ja, das ist, sie können in ihrem Unternehmen auch nicht jedem den Superbonus geben. Es klappt halt nicht. Ja, ganz einfach. Belohnung würde nur dann, das haben wir mal in einer anderen Bedingung gemacht, stabil auf hohem Niveau wirken, wenn sie es permanent machen, fast jeden machen und ständig, und das ist noch schlimmer, steigern. Denn es gibt so etwas wie Gewöhnungseffekte. Und das ist bitte, und das ist mir jetzt wichtig, das ist nicht nur ein Artefakt von experimenteller Ökonomie, sondern das ist auch ein etabliertes Ergebnis von vielen Firmen, die Schwierigkeiten haben, wenn sie mal einen Bonus eingeführt haben, ihn wieder loszukriegen. Denn normalerweise wirkt die Einführung eines Bonus in der Belegschaft kurzfristig produktivitätserhöhend, genauso wie sie es erwarten würden. Perfekt. Aber nach einem Jahr denkt sich jeder, das ist klar, ihr arbeitet so gut, ihr habt den eh verdient. Und dann haben sie sich daran gewöhnt. Und sie brauchen einen neuen Anreiz, damit es wieder nach oben geht, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist schlecht. Das ist genau, warum diese grüne Kurve runtergeht. Bestrafung hat interessanterweise eine total asymmetrische Wirkung. Die Asymmetrie besteht darin, dass Bestrafung reicht, dass sie angedroht werden kann. Naja, kann jederzeit passieren. It can happen to you. Und das Spannende ist, normalerweise wird hier in diesen Gruppen kurz bestraft, jedem auf die Finger geklopft und die Reaktion ist eindeutig, genau wie Sie es erwarten. Wenn Ihnen auf die Finger geklopft wird, die nächste Runde springen Sie nach oben. Sie tragen mehr bei. Ist ganz klar. Sie wollen das vermeiden. Das ist nicht so toll. Wirkt nicht gut. Und hier wird kaum mehr bestraft, weil Sie es nicht brauchen, weil die Androhung ausreichend ist, dass Sie tatsächlich auf die Finger geklopft bekommen können. Und so leid es mir tut, wenn man manchem Menschenbild dabei kratzt, ich glaube, dass das menschliches Verhalten relativ gut abbildet. Also nicht nur das, das für unsere experimentellen Probanden, das bildet hier exakt so ab, wie Sie es hier sehen, sondern ich glaube es auch generell. Das heißt nicht, dass ich nicht auch glaube, dass Belohnung durchaus ein sinnvolles Instrument sein kann. Darum geht es mir gar nicht überhaupt. Also bitte nicht falsch verstehen, morgen in Ihre Firma gehen und sagen, wir schaffen alle Bonussysteme ab, ab jetzt gilt nur mehr sutterste Bestrafung, das wäre falsch. Aber man kann sehr einfach zeigen, dass die Dynamik von beiden Anreizen eine sehr unterschiedliche und sehr asymmetrische ist. Und wahrscheinlich brauchen sie beides und sie brauchen auch manchmal die Ultima Ratio, dass sie zu einer konsequenten, endgültigen Bestrafung, heißt ein Austritt einer bestimmten Person, dann auch tatsächlich greifen. Anders wird es vermutlich nicht möglich sein. Weil ich die Zeit ein bisschen sehe, lassen Sie mich ein paar Sachen überspringen, die wo Sie nichts Substanzielles versäumen. Wir werden Ihnen auch die Folien zur Verfügung stellen. Das war mir ein bisschen, man braucht als guter Referent immer ein bisschen Luft, wo man springen kann. Zweiter Teil der Serie, was uns interessiert hat. Wir haben gesehen, Belohnung und Bestrafung wirken. Und dann hat uns Folgendes interessiert, braucht es diese Instrumente vielleicht gar nicht so sehr, sondern vielleicht reicht was anderes. Was ist das andere? Wir haben wieder die Kontrollbedingungen wie bisher, klar, die haben wir wieder als Maßstab herangezogen. Und jetzt haben wir eine Bedingung eingeführt, die heißt freiwillig. Was haben wir da gemacht? In jeder Runde kann in den ersten 15 Sekunden jemand als erster einen Beitrag leisten, muss aber nicht. Wenn das aber passiert, werden die anderen drei Mitglieder darüber informiert und entscheiden dann über ihren Beitrag. Andernfalls, wenn in den ersten 15 Sekunden die Zeit runterläuft und niemand tut was, niemand gibt als erster was ein, dann müssen alle vier gleichzeitig beitragen. Es gibt keine Belohnung und keine Bestrafung. Das ist die Frage. Wir haben ein Team von total gleichberechtigten vier Mitgliedern und jeder steht zu Beginn der Periode vor der Frage, soll ich jetzt vorangehen und den anderen zeigen, was ich tun möchte und getan habe, oder warte zu, nehme mir einen Schritt zurück. Das ist total freiwillig. Niemand muss, aber jeder kann. Und es muss auch nicht immer dasselbe sein. In jeder Runde kann halt, wenn jemand schnell sein will, dann kann er in den ersten 15 Sekunden schnell einen Beitrag eingeben und abschicken. Das war die Frage, kann eventuell Freiwilligkeit in Gruppen einen Prozess generieren, dass Kooperation steigt? Und um zu sehen, ob diese sequentielle Beitragsform, die wir wahrscheinlich in vielen Fällen sehen werden, der entscheidende Punkt ist, haben wir Folgendes gemacht, wir haben noch eine Kontrollbedingung, eine zweite hinzugefügt, die nennen wir unfreiwillig. Was wir da gemacht haben, wir haben die Reihenfolge, mit der jemand zuerst beitragen muss oder nicht, exogen bestimmt. Und zwar haben wir es Folgendes gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie vier Personen sind in freiwillig. In der ersten Runde tragen Sie zuerst bei,
in der zweiten Runde der Sandro, in der dritten Runde niemand, in der vierten Runde sie. Okay? Und dann haben wir genau eine parallele Gruppe in der unfreiwilligen Bedingung gemacht und haben gesagt, das sind die Mitglieder 1, 2, 3, 4. In der ersten Runde müssen sie, in der zweiten Runde müssen sie, in der dritten niemand, in der vierten und so weiter. Wir haben das also genau gematcht, wie man neudeutsch sagt. Einmal war es wirklich freiwillig aus freien Stücken und einmal war es unfreiwillig erzwungen. Damit können wir kontrollieren, ob die Sequenz an sich eine Rolle hat. Ja, wenn es einfach so ist, dass wenn Sie zuerst gehen in der ersten Runde und Sie in der zweiten Runde, dass das vielleicht die Leute kooperativer macht. Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie erwarten, was rauskommt, weil Sie vorher 50-50 falsch gelegen sind. Darum erspare ich Ihnen das jetzt. Das ist das, was rauskommt. Die Kontrollbedingung kennen Sie wieder. Die geht einfach nach unten. Warum geht die übrigens nach unten? Das ist eine häufige Frage, warum man sich da überlegt, warum geht das Violett überhaupt nach unten? Das ist ganz einfach. Leute haben eine Tendenz, wenn sie sehen, dass sie mehr als der Durchschnitt beitragen, haben runter auf den Durchschnitt zu gehen. Aber das senkt notwendigerweise den Durchschnitt permanent. Ja? Bis nach unten hin irgendwie. Und es gibt auch immer diesen steilen Abfall am Schluss. Das nennt man Endrundeneffekt. Das ist ein klassisches Phänomen auch. Im Übrigen auch ein klassisches Phänomen in der Praxis. Wenn Sie Gruppenzusammensetzungen haben, die wissen, dass ihr Ablaufdatum gleich erreicht ist, dann sinkt normalerweise die Kooperationsbereitschaft, weil es keine Zukunft mehr gibt. Ist ja klar. Aber wenn Sie wissen, dass Sie mit den 5 Leuten in dem Team die nächsten 10 Jahre arbeiten, dann sollten Sie nicht heute anfangen, dass Sie sich irgendwie, sagen wir, etwas unsozial verhalten. Okay? Das ist das Violette. So, was wir auch sehen ist, freiwillig ist da oben. Und das ist deswegen eine gute Nachricht, weil wir hier jetzt sehen, dass Kooperation und die Bereitschaft zur Kooperation steigen kann, ohne dass ich irgendein Instrument habe. Ich brauche keine Belohnung, ich brauche keine Bestrafung, sondern ich brauche nur Leute, die mit gutem Beispiel vorangehen. Und da muss ich jetzt klar implizieren, was heißt gutes Beispiel? Warum funktioniert das überhaupt so? Das funktioniert deswegen so, weil Sie jemanden brauchen, der mit gutem Beispiel vorangeht, heißt hohe Beiträge, und das setzt die anderen sozusagen in Zugzwang, irgendwie wie moralisch. Da kann ich doch nicht nichts geben. Sondern dann sollte ich schon auch was tun. Wenn Sie aber der Erste sind, der hier beitragt und wenig beitragen, dann ist auch klar, was passiert. Dann bricht es einfach zusammen. Im Sinne von, dann sehen die anderen, wenn der nur 5 für 25 gibt, warum soll ich da was anderes geben? Ja? Aber wenn der Erste 20 bis 25 gibt, dann wissen Sie, dass die anderen im Schnitt, das können wir zeigen, sehr schön, 90% davon geben. Die geben nie mehr, also selten, aber im Schnitt nie mehr, sondern die geben normalerweise fast das Gleiche, wenn auch ein bisschen weniger. Was immer heißt, so ein bisschen Geld scheffeln noch mehr zu mir irgendwie, aber grundsätzlich bin ich bereit zu kooperieren. Das ist der Grund, warum Freiwilligkeit funktioniert. Wenn Sie das aber extern erzwingen, so nach dem Motto, Sie sagen, also aber heute müssen schon Sie irgendwie das gute Beispiel setzen, das klappt nicht. Das sehen Sie, die blaue Kurve, unfreiwillig liegt sogar im Schnitt ganz leicht unter der Kontrollbedingung, da haut es überhaupt nicht hin. Also externer Zwang zu praktisch sequentiellen Beiträgen, geh mal mit gutem Beispiel voran, das haut überhaupt nicht hin. Ich darf Ihnen das mit der Freiwilligkeit noch mit etwas anderem illustrieren, und zwar mit dieser Grafik hier. Die Runden 17 bis 24 vergessen wir mal ganz kurz, die sind jetzt nicht so wichtig. Schauen wir die Runden 1 bis 16 an. Die Runden 1 bis 16, da haben wir uns angeschaut, gibt es Gruppen in dieser freiwilligen Bedingung? Jetzt reden wir nur von der freiwilligen Bedingung. Wo in jeder einzelnen Runde, also 16 Mal, jemand in den ersten 15 Sekunden einen Beitrag geliefert hat und damit Leader war, als erster mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Und bei den Gruppen, wo wir in allen 16 Runden einen Leader haben, sehen Sie hier die durchschnittlichen Beiträge. Das ist ein gutes Ergebnis, das heißt nichts anderes wie kooperative Gruppen, wo sich jede Runde jemand findet, der es tut. Das kann der gleiche sein, muss aber nicht der gleiche sein. Das ist ganz interessant, es spielt keine Rolle, ob es immer dasselbe ist oder immer jede Runde jemand anderer. Haben ein hohes Kooperationsniveau. Wenn Sie meist einen Leader haben, naja, sehen Sie schon, ist nicht ganz schlecht, aber nicht fürchterlich gut. Und wenn Sie selten einen Leader haben, das ist erschreckend, das ist eine Katastrophe. Aber das sollte Ihnen zu denken geben. Also, wenn Sie selten einen Leader haben, was heißt das eigentlich? Da haben Sie eine Gruppe, da geht jeder ständig einen Schritt zurück und wartet, bis der andere doch bitte endlich den ersten Schritt macht. Und das führt notwendigerweise dazu, dass das Zeug nicht funktioniert, dass also praktisch keine Hilfsbereitschaft in der Gruppe vorhanden ist. Und Sie können da, das ist ganz übel, wenn Sie dann in den manchen Fällen da versuchen, irgendwas zu steuern, zum Beispiel der Punkt, woher kommt der? Der Punkt kommt daher, weil einer gedacht hat, na, aber jetzt reiße ich das Ruder herum, trage 25 bei als Erster und die anderen werden wir schon folgen. Und die anderen denken sich, naja, ist ja ganz nett, aber schau mal, da hat das überhaupt nicht funktioniert, warum soll es jetzt funktionieren? Und geben dann praktisch 0, 3, 4, 5 in der Größenordnung. Das bedeutet, das Ruder rumzureißen, wenn einmal der Karren einigermaßen im Dreck steckt, haut hier nicht hin. Wenn Sie aber permanent Leute haben, die mit
gutem Beispiel tatsächlich und freiwillig vorangehen, dann funktioniert das Ganze überraschend gut. So, das habe ich Ihnen im Wesentlichen schon gesagt. Lassen Sie mich jetzt auf zwei Folien die wichtigsten Dinge, ist super in der Zeit, zusammenfassen. Warum wirkt Leadership sowohl mit Belohnung und Bestrafung, aber auch freiwillig? Warum wirkt die? Weil es einen stark positiven Zusammenhang zwischen den Beiträgen des Leaders und der anderen Gruppenmitglieder gibt. Das nennen wir in der Fachliteratur, da steht es unten, konditionale Kooperation. Das heißt nichts anderes wie, wenn Sie sehen, dass in Ihrer Belegschaft, in Ihrer Arbeitsgruppe, in Ihren Peers, die Sie haben, dass da Leute wirklich kooperativ sind, versuchen an einem Strang zu ziehen, ein Gruppenziel zu erreichen, dann machen Sie das auch gern. Sie machen es sogar dann gern, wenn Sie erwarten, dass die anderen diese Haltung haben. Also Sie müssen es noch nicht einmal gesehen haben. Wir haben zum Teil auch gefragt, was erwarten Sie denn eigentlich, was die anderen tun? Und es gibt einen klaren Zusammenhang. Wenn Sie erwarten, dass die anderen sehr positiv hier spielen und wirklich versuchen, kooperativ zu sein, dann sind Sie es auch. Nur wenn Sie enttäuscht werden, gehen Sie natürlich zurück mit Ihrem Kooperationsniveau. Das ist klar. Und es gibt relativ erfreulicherweise, das muss man echt sagen, es gibt relativ wenige Leute, die vollkommen unkonditional unkooperativ sind. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die es wirklich konsequent durchhalten würden, wenn alle anderen kooperativ spielen, ständig Null herzugeben. Da braucht man schon, wie soll ich sagen, eine leicht, vielleicht schwierige Persönlichkeitsstruktur, von der es dann zum Glück nicht wirklich viele gibt. Wichtig ist aber auch, wenn Sie daran denken, wie diese sequentielle Struktur, also Leadership, jemand geht voran, darf man nie aus den Augen verlieren, was hier am Schluss steht. Ein schlechtes Beispiel ruiniert Kooperation. Das ist auch klar. Also konditionale Kooperation hat nämlich auch eine Schattenseite. Wenn ich gewillt bin, das zu tun, was andere tun oder mich dem anzupassen, dann bin ich natürlich auch gewillt, ein schlechtes Beispiel zu imitieren. Und das ist schlecht. Ja? Da schädige ich mich dann insgesamt. Zusammenfassend, wenn Sie morgen rausgehen, also bitte schaffen Sie nicht gleich alle Bonussysteme ab, das ist die eine Geschichte, aber was nehmen Sie noch bitte mit? Kooperation in Gruppen hängt von Leadership ab und ist höher, wenn der Leader selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Heißt, Sie brauchen jemanden, der kooperativ ist. Das kann man nicht erzwingen, das muss nach Möglichkeit freiwillig sein. Der Leader doch auch Anreize setzen kann. Wir haben gesehen, dass Belohnung und Bestrafung wirken. Und zwar genauso, wie Sie es erwarten würden. Ich glaube allerdings vielleicht nicht ganz genauso, wie Sie es relativ erwartet hätten, nämlich Belohnung versus Bestrafung. Aber trotzdem von der eigentlichen Idee her, glaube ich, würden Sie dem vermutlich zustimmen. Und eben wichtig, und das war praktisch der Teil der letzten Vortragshälfte, wenn es freiwillig ist, hat es offensichtlich eine motivierende Wirkung, die einen sehr positiven Prozess auswirken kann. Also zu viele Regelungen sind offensichtlich schlecht und führen dann manchmal dazu, dass Kooperation eben nicht gelingen kann. Damit bin ich praktisch mal am Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe, so haben wir es glaube ich ausgemacht vom Programm, jetzt direkt für Fragen auch sehr, sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Bevor, ich mache gleich die Fragerunde, damit Sie etwas trinken können. Bitte, ich habe ja da einiges herausgefischt. Was mir besonders gut gefallen hat, was sehr schweizerisch ist, das wissen Sie vielleicht auch, ist, dass das Überdurchschnittliche sich zurückkürzt ins Unterdurchschnittliche. Wir haben hier in der Schweiz diese Aussage vom Strohhalm, vom Grashalm, der gleich gemacht werden muss, wenn er überaus wächst. So, hat mir sehr gut gefallen und wenn Sie sagen, ein schlechtes Vorbild ruiniert die Kooperation, dann sind wir wieder heute Vormittag. 60% haben innerlich gekündigt oder was? 80% waren es. Und dazu muss man noch eine zweite Zahl sagen. 2/3 aller Kündigungen finden statt wegen jämmerlichen Chefs. Ja, das ist klar. Das ist logisch. Ja. Hier hat es einige Chefs drunter, das müssen Sie, also gut. So, das waren kurz meine Inputs. Die Diskussionsrunde ist eröffnet. Wir hatten eben eine 20-minütige Ausbildung in Leadership, für die Sie sonst 4.500 Franken bezahlen. Oh. Bitte. Fragen, Bemerkungen? Ja, bitte. Mikrofon hinge. Also, danke für die Erkenntnisse. Gibt es dasselbe schon als Studie in realen Gruppen in den sozialen Medien? Nein, leider, die kurze Antwort ist nein. Also es ist mir nichts bekannt, vielleicht gibt es irgendwas, aber es ist mir nicht bekannt. So viel muss ich leider dazu sagen. Nein. Okay, danke. Okay. Kurz und bündig. Aber lassen Sie mir zu Ihrer kurz noch was sagen. Also aus der Sicht eines Ausländers wirkt die Schweiz nicht so, als ob hier die Grashalme ständig unterdurchschnittlich gekürzt würden. Also das wollte ich noch schnell anbringen.
Gut, Ausland, Vorarlberg ist ja... Ja, fast. Aber 1920 hat uns die Schweiz ja nicht genommen. Wer interessiert sich für den Müll vor 80 Jahren? Gut, weitere Fragen, weitere Bemerkungen zu diesem Vortrag, zu diesen Thesen, vielleicht von Chefs? Ist das eine Hand oder ist das eine Kameraführung? Gut. Das ist eine Kameraführung. Was ich noch herausgehört habe, vielleicht, nein, ich muss das nicht, ich führe das gar nicht vorsichtig ein. Ich habe herausgefunden, als ich Ihnen zugehört habe, Belohnung wirkt nur, wenn sie immer gegeben wird, allen gegeben wird und in ständig erhöhter Dosis. Ist dann der Chef ein Dealer? Weil das erinnert mich jetzt sehr an Drogensucht. Okay, das ist ein guter Punkt. Das ist ein spannender Punkt. Also, die Aussage stimmt. Belohnung wirkt, Sie müssen sie permanent anwenden und aufgrund von Gewöhnungseffekten müssen Sie die Dosis erhöhen. Dazu gibt es tatsächlich neurowissenschaftliche Studien, wo Sie die Leute in Computerscanner reinlegen und mit funktioneller Magnetresonanztomographie schauen, welche Gehirnzentren werden denn eigentlich angesprochen, wenn Leute, die sich kooperativ verhalten, Belohnungen bekommen, also 10 Franken zum Beispiel dafür, dass man sich in einer bestimmten Situation für eine kooperative Möglichkeit entschieden hat. Und was dabei aktiviert wird, sind Gehirnareale, die exakt auch aktiviert werden bei Suchtverhalten. Also in dem Sinne ist es ist Ihr Vergleich sehr gut. Das heißt jetzt aus meiner Sicht nicht, dass Chefs Dealer werden, darum geht es nicht. Aber diese Gewöhnungseffekte führen da, also erstens einmal, das Hirn hat sowas wie ein soziales Belohnungszentrum irgendwie, das eben dann anspringt, wenn Sie vom Chef belobigt werden, wenn Sie Schokolade essen, wenn Sie guten Sex haben, wenn Sie was auch immer was. Also praktisch einfach, wenn Sie eine Belohnung bekommen. Und das haben Sie genauso bei Drogensucht, ähnliche Regionen. Jetzt, Sie werden nicht von allem süchtig, ja, also manches davon vielleicht, aber nicht von allem, glücklicherweise. Sie werden auch nicht süchtig nach Belohnung. Das Problem ist nur, Sie gewöhnen sich dran, was heißt, das ist im Grunde wie die Basisbedingung, aufgrund derer Sie überhaupt arbeiten. Also Sie wissen, die 50.000 Franken, wir sind in der Schweiz, großzügige Belohnungen oder noch höher irgendwie, die kriegen Sie jedes Jahr. Und welche Sie haben plötzlich weniger. Das ist ja genau das, also das ist ja eines der Probleme, wenn Sie sie nicht mehr loskriegen, diese ganzen Bonuszahlungen. Sie können das übrigens sogar noch runterbrechen. Sie müssen gar nicht an Bonuszahlungen reden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gehalt von, sagen wir, ich greife jetzt hoch in der Schweiz, 500.000 Franken. Ja, gut. Wenn Sie 490.000 plötzlich haben, sind Sie eigentlich immer noch ziemlich gut bezahlt. Nur das, und das wissen wir von Befragungen von 1.000 Personalmanagern, also die nicht wir gemacht haben, aber aus der Literatur, das würden die Leute als Misstrauensbeweis für ihre Arbeitsleistung verstehen. Und wenn Sie nur 2%, wir reden von 2%, eines sehr guten Gehaltes kürzen, dann würden die das tun. Warum würden also normalerweise Personalchefs das nicht machen? Weil sie wissen, jetzt gehen wir Richtung innere Kündigung, weil sie wissen, dass ein solches Signal, dass die Belohnung ausbleibt oder noch schlimmer, praktisch nominal sogar der Lohn zurückgeht, als Misstrauensbeweis des Vorgesetzten gegenüber der eigenen Leistung und gegenüber der letzt erbrachten Leistung verstanden wird. Und das ist etwas, was natürlich sehr demotivierend ist. Das ist klar, das geht uns allen so. Ja, nicht? Wenn man sagt, bisher hast du es gut gemacht, danke, aber jetzt kriegst du nur mehr 2% weniger von dem, was du gemacht hast, dann denken wir uns, irgendwas ist falsch, warum ist es so? Und das führt zu Frustration und führt offensichtlich dazu, dass eben dieses Phänomen der inneren Kündigung häufiger stattfindet. Das ist der Grund, warum Sie das vermeiden sollten. Und das Gleiche gilt für die Bonussysteme, die zum Normalgehalt dazukommen auch. Wenn Sie die angefangen haben, dann ist jede Reduktion einfach ein Beweis dafür, dass Sie es jetzt nicht so gut gemacht haben. Von außen, Sie müssen das nicht objektiv anders gemacht haben, das kann genau gleich sein. Nur von außen wird es klarerweise genauso interpretiert werden müssen. So viel zum Suchtverhalten. Vielen Dank, Herr Sutter. Ich würde gerne noch stundenlang, aber wir haben noch einen weiteren tollen Vortrag. Ein kleines Geschenk. Was? Also. Apropos Drogen. Ja. Santé, wie wir hier sagen. Und vielen Dank für Ihren Vortrag. Einen herzlichen Applaus für Herrn Sutter, bitte. Danke.